Deutschland braucht den Wechsel. Deutschland braucht einen Bundespräsidenten, der unserer Gesellschaft neue Impulse gibt, mit einer klaren Vision. Sicherlich würde es bedeuten, dass ich versuche, die Menschen, die anderer Ansicht sind, davon zu überzeugen, dass eine klassenlose oder eine Gesellschaft, die sich gegenseitig achtet, eigentlich kann ich auch sagen, die den 10 Geboten folgen möchte. Ja, so ungefähr. Ein Bundespräsident, der uns in Krisenzeiten Trost spendet und immer die passenden Worte findet. Da wir jetzt gerade so eine merkwürdige, soziale Lage in Deutschland haben, kann ich vielleicht das mit einem kleinen Witz verbinden. Ein Bundespräsident, der unserer Jugend als Vorbild dient. Sie haben doch insgesamt schon 3-mal den Führerschein verloren, kann das sein? Ja, natürlich, ja. Wegen Restalkohol 1-mal am nächsten Tag. Ein Bundespräsident, der für die Meinungsfreiheit kämpft. Ja, gehen Sie doch einfach mal in den Zeitungsstand hinein. Jeder hat eine andere Meinung. Wie sollen sich denn die Jungs eigentlich zurechtfinden? Aber ist doch schön, dass es so viele Meinungen gibt. Naja. Ein Bundespräsident, der dem Amt endlich wieder die gebotene Würde verleiht. Ich löse immer jeden Morgen auf der Toilette ein Kreuzworträtsel. Ja? Und da habe ich aber solch einen Block, wo hinten drauf die Lösung steht. Und weil ich gern morgens 2 Erfolgserlebnisse haben möchte. Deutschland braucht den Wechsel. Deutschland braucht Peter Sodann.